Hey, heute zeige ich euch Axis Teil 1. Das ist die Phase vor dem Endboss und zwar ist die eigentlich so ähnlich wie der Endboss. Also wenn ihr die beherrscht, kriegt ihr den Endboss auch hin. Hier teilen wir uns immer so auf, dass zwei Leute nach links gehen, zwei in die Mitte und zwei Leute nach rechts. Dann müsst ihr erstmal einiges an Adds platt schießen. Nach einer Weile kommt ein Captain aus der Tür mit einer Kanone. Das ist dann entweder der Null-Captain, der Schock-Captain oder der Versenk-Captain. Diesen müsst ihr töten, um seine Waffe zu erhalten. Mit dieser Waffe könnt ihr dann den passenden Sevitor töten. Bei der Waffe ist es ganz wichtig, dass ihr die gedrückt halten müsst, wenn ihr auf den Sevitor schießt. Am besten sagt ihr an, aus welcher Tür welcher Sevitor kommt und die Leute, die dann die Waffen haben, müssen dann dorthin und die Sevitoren töten. Diese lassen dann Bomben fallen. Die Bomben können nur von Leuten getragen werden, die keine Waffe in der Hand halten. Also sprecht euch da auf jeden Fall gut ab. Am besten, wie gesagt, wenn zwei links sind, kann dort einer die Waffe nehmen, einer die Bombe. Selbiges gilt für die Mitte und auch für die rechte Seite. Die Bomben müssen dann in Richtung Axis auf solche Tafeln mit so Sieverclustern. In der ersten Runde reicht es auch, zwei Bomben nur auf diese Cluster zu werfen, denn dort sind auch nur zwei. Der eine Sevitor kann auch im Boden verschwinden, dadurch wird die Sieverdichte nicht kritisch. Sollte das aber passieren und ihr habt diese Tafeln noch nicht zerschossen, dann wird die Sieverdichte kritisch und ihr würdet sterben. Nachdem die Platten verschwunden sind, tauchen in der Mitte immer ganze Menge Schweber auf. Ich kann euch hier nur empfehlen, um euch das Ganze einfacher zu machen, dass ihr einen Pfeil in die Mitte schießt und da die Schweber so reinfliegen lasst. Dadurch wird das Ganze ein bisschen einfacher. Danach müsst ihr das Ganze wiederholen. In der zweiten Phase geht das genauso weiter. Dort tauchen auch wieder drei Sevitoren und drei Captain auf. Dort braucht ihr allerdings alle Bomben. Und in der letzten Phase ist das Ganze ein bisschen stressiger. Da tauchen mehrmals Sevitoren auf, nicht mehrmals Captain, nur mehrmals die Sevitoren. Und ihr müsst immer hin und her springen und gucken, wo der passende Sevitor ist. Auch hier ist es wichtig, dass die Leute auf den jeweiligen Seiten ansagen, welche Sevitoren aus den jeweiligen Türen kommen. Auch die Bomben müsst ihr dann wieder in Richtung Axis auf diese Sieva-Cluster werfen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr endlich Axis selbst besiegen. Das seht ihr dann aber im nächsten Video. In diesem Video soll es nur um diese Sevitoren-Phase gehen. Von meiner Seite war es das dann jetzt erstmal. Und wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!